Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Schaut doch mal, was wir hier schon wieder kaum angekommen aus Dallas und schon geht's für uns schon wieder los. Und wo geht's hin? Wo geht's denn hin? Zu den Niagara-Fällen. Ich bin bereit. Noch sind wir nicht so weit. Wir sind jetzt in Baltimore. Ja, Wahnsinn. Ja, die Fischer sind da. Ich freue mich. Und meine Haare werden nass. Und wahnsinnig freuen wir uns. Ja. Wir sind in Buffalo. Wir sind gelandet. Zwei Bissen genommen und dann waren wir schon dran. So, Herr Fischer, ziehen Sie Ihre Kutte an. Der hat gar keinen Bildschirm. Wow. Süße Schlumpfine. Guck dir diese Schlucht an. Die Schlucht, das ist der Wahnsinn. Wow. Du kannst gar nicht. Hallöchen, ihr Lieben! Da sind wir! Wir sind Mirella und Mike und wir sind endlich nach Amerika ausgewandert! Und wohin genau? Nach Austin! Oh. Austin, folgt uns auf unserer Reise durch Amerika, denn das wird spannend! Falls ihr Fragen habt, Kommentare! Folgt uns! Der totale Bucketlist-Punkt bei uns. Ja. Wir haben uns das schon immer gewünscht. Und das ist das Geniale daran, wenn man in Amerika wohnt, dann kann man auch mal mit einem simplen Flug, zwei, einfach mal die Sachen sehen, die man schon immer sehen wollte. Deswegen Tickets gebucht, Hotel klar gemacht und ab. Wir haben den Uber schon gerufen. Ja. Drinnen müssen wir noch ein paar Sachen rausholen. Wir warten auf den Uber. Und ich würde sagen, wir melden uns bei euch vom Flughafen. Im nächsten Vlog. Nein. Wir nehmen euch heute auf jeden Fall mit. Natürlich kommt ihr mit. Also, was soll man sagen? Kommt mit zu den Niagara-Fällen. Jetzt sind wir erstmal beruhigt da. Es dauert noch ein paar Minuten, bis der Uber kommt. Wir haben tatsächlich einen Flug mit Southwest gebucht. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir Southwest Airlines fliegen. Die sind so intern so ein bisschen günstiger. Ja, genau. Die sind auch gar nicht, glaube ich, die fliegen gar nicht international. Ne? Nee. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie kennt. Auf jeden Fall, hier in Austin gibt es die viel, weil ich glaube, die kommen irgendwo aus dem Süden. Es war jetzt nicht super günstig, aber die sind eigentlich super günstig. Plus wir haben spontan gebucht, deswegen. Natürlich. Die sind speziell. Und zwar gibt es keine Sitzplätze. Also wir dürfen Koffer mitnehmen. Das gehört zu jedem Ticket dazu. Aber es gibt keine Sitzplätze. Richtig. Das heißt, wir haben nur so eine Position quasi bekommen beim Einchecken. Genau. Deswegen muss man gleich einchecken und wir haben witzigerweise durch Zufall auch direkt bei Sekunde 0, als der Check-in geöffnet wurde, eingecheckt online und dann haben wir eine Position bekommen, wann wir aufgerufen werden. Ja. Und dann geht man anhand dieser Position geht man rein in das Flugzeug und jeder greift sich den nächstbesten Sitzplatz. Ist auch was Neues für uns. Ich muss zugeben, auch wenn ihr es unglaublich findet, aber wir sind noch nie zum Beispiel Ryanair geflogen. Also wir kennen das gar nicht, von früher kennen wir das ohne Sitzplätze, aber jetzt neuerdings gar nicht. Ich stell mir das so vor, wie früher, als der Sommerschlussverkauf losging und die alle in den Laden geströmt sind. Oder beim ID, als noch die Laptops gab oder die PCs, die ganz günstig waren. Ja, genau. Also uns ist nur wichtig, dass wir nebeneinander sitzen und dass wir am Fenster sitzen. Ja. Weil ich stehe ja immer auf Wolken. Ich möchte gerne die Wolken sehen. Wir fliegen dann einmal über Baltimore. Ja. Haben Anhalter dort von 1,5 Stunden oder so und einmal von Baltimore dann nach Buffalo. Nennt sich der Ort, wo die Niagara-Fälle sind, beziehungsweise der Flughafen. Und dann fahren wir nach Niagara Falls, USA. Richtig. Und dann... Wir haben nämlich unsere Pässe mitgenommen. Ja, und dann werden wir auch nach Kanada rüberlaufen. Genau, richtig, einfach mal so geschickt rüberlaufen. Einfach mal so, ja, es gibt da die Rainbow Bridge und da kann man wohl rüber, einfach ganz normal rüberlaufen mit einem Pass für Kanada, mit einer Green Card zurück in die USA. Ich hoffe, die lassen uns wieder zurück, sonst haben wir ein Problem. Ehrlich, die Green Card haben wir dabei, Gott sei Dank. Hier, die Sprinkleranlage ist nicht an, also ich hoffe... Der Rasen geht dann. Der Rasen rüber. Jetzt, wenn die uns irgendwo gefangen halten in Kanada. Das ist der Plan. Heute reisen wir quasi an die so 6 Stunden. Oder an die so. Kanadische Grenze. Also genau, heute geht es an die kanadische Grenze in den Niagara-Fällen und wir freuen uns wahnsinnig. Ja, wir freuen uns extrem. Also heute reisen wir so ungefähr an die 6 Stunden, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Es sind ca. 2.500 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wir freuen uns extrem, extrem, extrem. Also wie gesagt, es ist definitiv bei uns so ein Must-See-Ding im Leben. Ja. Wer weiß, ob wir es jemals geschafft hätten, wenn wir in Amerika nicht gewohnt hätten. Super, ich bin schon da, super gespannt. Uber. Ja, unser Uber ist da. Also bis gleich, ne? Geht her, ich mach das. So. Hi.
Okay, jetzt gehen wir tatsächlich zum Security-Screening. Wir sind etwas spät, muss man zugeben. Also was heißt etwas spät? Wir haben 10 und wir fliegen um 11.15 Uhr. 10.45 Uhr ist Boarding, wir fliegen, wir haben jetzt 10. Eigentlich reicht das für Austin. Also Austin ist ein kleiner Flughafen. Ist ja gleich hier so. Also wir gehen direkt hier durch und dann haben wir nicht viel zu reden. Wir sind Frankfurter Verhältnisse. Ja. Und deutsche Verhältnisse generell ohne Mitarbeiter und so. Das ist hier ein bisschen anders. Aber wir werden sehen, weil das ist hier die Schlange. Also die Schlange geht so, ne? Schlingelt sich. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit. Wir haben Zeit, ja. Die Gates sind ja direkt dahinter. Wenn nicht, rennen wir. Wenn nicht, betteln wir hier rum und sagen, kann ich vor. Ja. Noch sind wir nicht so weit. Geschafft haben wir es durch die Security Kontrolle. Sie hat den Taser dabei. Ich hatte tatsächlich aus Versehen mein Bosch-Messgerät dabei, also Distanzen, wie nennt sich das? Abstandsmessgerät. Und das sah aus wie ein Taser, deswegen mussten wir warten. Das sah wirklich so aus. Ja, das sah wirklich so aus. Aber wir haben jetzt halb, also es ging super, super schnell, obwohl die Schlange extrem lang war. Viertelstunde ist Boarding und wir sind direkt hier, also von daher perfekt. Und wir haben halb trotz meiner Taser-Sucherei. Ja, das mussten zwei Agenten mussten draufschauen und gucken, was das Problem ist. Genau, sie haben schon die Waffe gezogen. So, jetzt gehen wir zum Gate und dann entspannen wir. Ja, eine coole Sache, die hier überall in den Flughäfen in Amerika ist, freies Wasser. Ne? Man darf das Gefäß leer machen vor der Kontrolle und leer durch die Kontrolle schieben und dann sich hier auffüllen. Ich habe es mal erlebt, dass man in Deutschland das nicht durfte, aber ich weiß nicht, wie zwischen die Gesetze sind. Hat sich das auch ein bisschen gelockert. Die wollten ja allgemein ein wenig die Flüssigkeitsregeln lockern, aber es hat nicht geklappt. Aber freies Wasser gibt es definitiv nicht am Flughafen, zumindest nicht am Flughafen Frankfurt. Ich weiß nicht, wie es woanders ist. Und auch diese Trinkfontänen gibt es hier überall tatsächlich. Dann gehen wir weiter. Ja. Ja, genau, und das meinten wir vorhin. Also da oben sind die Bereiche auf den Boarding Pass und jetzt stellen sich alle so in ihren Bereich und entsprechend kündigt er an, sobald quasi unser Bereich dran ist, checken wir ein und dann ist der Run auf die Sitze angesagt, oder? Ja, aber dann geht's los, ja. Der Hessischer ist ganz aufgeregt, sagte er gerade. Weiß nicht warum. Als wäre er lange nicht geflogen. Ja. Wann sind wir aus Deutschland zurück? Im April oder so? Vor ein paar Monaten. Wirklich noch nicht mal ein halbes Jahr. Ja, aber es war anscheinend zu lange. Ist eine neue Airline und das ist halt neu. Das ist, ist immer aufregend, ja. Wenn wir eine neue Airline fliegen. Jetzt müssen wir nur noch einen Sitzplatz suchen, mal gucken, was noch übrig ist. Jagen, nicht suchen, jagen. Ja, wir müssen, ich bin bewaffnet. Dein Taser ist dabei. Ja, der ging durch. Ja, ich bin in der MyTaser. Wurde nur als Messgerät gewertet. Ja. Habe ich versteckt. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir für Sitze kriegen. Ich auch. Noch irgendwas aus dem Rucksack, bevor ich ihn umso? Also nur meine Schminke und ansonsten den können wir auch reintun. Oh, dann geht's wieder los. Ja, nochmal kurz so zum Flieger. Also der hat, das ist so ein simpler Flieger, der hat gar keinen Bildschirm, gar keine Power-Outlets, also gar keine Möglichkeit irgendwas zu laden oder USB-Stick oder irgendwas, also wirklich die einfachste Art. Die Sitze sind eigentlich sehr gemütlich, die sind aus Leder und wir hatten Glück, wir haben uns direkt ans Fenster gesetzt, das ist auch schön. Aber ansonsten ist alles so minimal, aber schick aussehend, ne? Also es sieht jetzt nicht hässlich aus. Ja. Der letzte Domestic Flight, den wir geflogen sind, also innerhalb, da sind wir glaube ich von San Francisco nach Austin geflogen. Ja, genau.
Da hatten wir einen Bildschirm und alles, auch gutes Fernsehen und so. Ja, das war mit United. Ja, du wolltest vor allem das schon gesagt, mal gucken, was es auf mich rückwirkt, gibt zu gucken. Irgendwas geiles Sportiges oder so. Ja, ja, so viel dazu. Aber hey, das, so haben wir das jetzt gelernt. Also wir wissen jetzt auch, in welche Gruppe wir zu sein haben. Man kann sogar sich nochmal upgraden lassen. Wenn man zum Beispiel eine schlechte Sitze bekommen hat oder eine schlechte Position dann reinkommt, dann kann man sich hochstufen lassen in eine bessere Klasse, genau. Und es gibt auch Business, aber Business heißt nicht andere Sitze, sondern einfach nur bessere Behandlung sozusagen. Also man kann zuerst einchecken. Ja, aber hey, was interessiert uns das? Wir fliegen 4 Stunden und es hat wenig gekostet und das ist gut so. Das Menü, das überrascht mich ein bisschen, dass wir doch so viele Drinks umsonst haben sozusagen. Die sagen auch unter 175 Meilen Distanz gibt es nur Wasser, aber da wir ein bisschen länger fliegen als nur das, konnten wir uns hier aussuchen und hier sind die Bezahldrinks und diese Drinks, die sind alle alkoholfrei hier, auch wenn es hier Bloody Mary Mix steht, aber es ist nur der Mix dazu. Ich sehe gerade, ich glaube, die beschäftigen auch ältere Flight Attendants, ältere Stewards, heißt es Stewards? Flugbegleiter heißt es heutzutage, weil unser Flugbegleiter ist auch älter. Achso, und was wir auch haben, wir haben tatsächlich Filme, Live-TV, ne? Ja. Genau, Internet, also Internet müssten wir bezahlen, Live-TV und Filme haben wir hier auf links. Jetzt haben wir unsere Kopfhörer aber oben gelassen, leider. Wir wollen die Damen eben an nicht stören. Wir wollen sowieso ein bisschen quatschen. Ja, ja, wir wollen sowieso, wir waren ja darauf eingestellt, dass wir sowieso nicht viel gucken. Ja, aber das ist schon ein Service, ne? Ach, du hast auch Chips, weil hier ist ja nichts zu sehen. Erweiterte Menü. Ja, ja, du kannst hier bestimmt auch zu essen bestellen, ne? Ja. Und irgendeinen Snack kriegen wir auch umsonst, soweit ich verstanden habe. Ja, und kaum rede ich darüber, zack, kommen schon die Snacks. Also, das ist einmal Grahams, also irgendwelche Kekse mit Cinnamon-Geschmack, merke ich gerade. Und dann haben wir so Brezel. Immer satt. Ja, ja, genug bis Baltimore und dann werden wir da essen. Wir haben da eine Stunde und dann setzen wir uns irgendwo hin und essen was. Weil wir haben noch nichts gefrühstückt, noch nichts gegessen. Ich freue mich. Bestellen, sobald wir wieder zu Hause sind, werden wir es bestellen. An dieser Stelle vielen Dank Southwest Airlines. Ne? Häuser hier waren echt gut aus. Direkt am Gate, hier warten schon die Leute. Das ist ja auf nationale Flüge immer so ganz anders als international, weil man landet genau da, wo andere direkt einsteigen. Ja, richtig. Das müssen wir uns erstmal orientieren. Ich muss auf Toilette und wir müssen was essen. Richtig. Jetzt müssen wir gucken. Das ist die Aufgabe für eine Stunde. Genau. Das ist noch nicht mal eine Stunde, also von daher müssen wir uns so beeilen. Genau, also ich wollte gerade die Häuser loben. Wir haben eine Ehrenrunde gedreht mit dem Flugzeug. Ja.
und durften die Häuser quasi von ganz nah dran sehen. Schickst du dann so aus? Das sieht schon, also da müssen wir mal gucken, was diese Häuser kosten. Richtig. Die hatten sehr viel Grundstück und sehr viele Pools und Tennisplätze und whatever. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter hier ist gerade. Es ist auf jeden Fall bewölkt, aber ich glaube 27 Grad oder so. Ich weiß. Wir werden gar nicht rausgehen, also wir werden es gar nicht wissen und merken. Ja, wir werden es nicht merken. Wir haben eine Stunde Zeit. Ich habe gesehen, da ist eine Seafood Bar. Ich weiß nicht, ob wir Seafood essen wollen, schauen, aber wir ja. gucken mal. Ja. Achso, wir haben gerade festgestellt, wir sind ja schon am richtigen Gate. 3 Sekunden orientiert. Genau hier. 3 Sekunden, wir, genau hier sind wir gelandet und genau da, müssen wir hin. Wir müssen nur durchlaufen. Also, okay, gut, dann wartet das Essen doch. Ich gehe jetzt auf... Von einer Sekunde. Genau. Ja. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt tatsächlich auf die Schnelle ein sogenanntes Stromboli geholt. Kannte ich gar nicht. Von der Pizzeria. Jetzt kennen wir es. Jetzt kennen wir es. Herr Fischer will schon beißen, also beiß rein. Ja. Du hast, du hast mit Salami-Käse und ich habe mit Wurst, also wie nennt sich das? Sausage, genau, Sausage-Käse. Und wir haben noch so eine Soße dazu bekommen. Hat $10 das Stück gekostet, ist ein bisschen viel, aber egal. Flughafenessen ist halt immer so. Und erzähl mal. Ja, essbar? Ja, mega. Sieht sehr lecker aus. Die Leute waren sehr, sehr nett. Was mir auffällt, ganz anderes Akzent. Ganz anders. Ja, schwierig. Das ist schwierig zu verstehen für uns. Ja. Da drüben rufen sie schon auf, deswegen beeilen wir uns jetzt ein bisschen, weil wir das nicht im Flieger, sondern hier essen wollen. Aber wir gucken, wie viel wir schaffen. On vacation. Yeah. We're visiting Niagara Falls. Oh, can't wait. First time? Yes. Yes. So beautiful. Yeah. Beautiful, yeah? Can't wait. Canada side? Yeah. 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 For sure. So, ihr Lieben, zwei Bissen genommen und dann waren wir schon dran. Das hat wirklich nicht lange gedauert. Das ist echt, das geht zack, zack mit dieser Methode. Während wir gefilmt haben und ich noch nicht abgebissen hatte, hatte sie schon angekündigt, wie das funktioniert. Und ehe wir uns versehen und verguckt haben, waren wir schon drüben. Ja. Wir sind froh, dass wir zusammensitzen, dass wir nicht irgendwie getrennt sitzen müssen. Ja, das war die Angst. Wir sitzen jetzt hier, unser Essen ist hier. Wir freuen uns auf die Niagara-Fälle. Wir fliegen jetzt nur eine Stunde. Wahnsinnig freuen wir uns, ja. Ja. Auch die Flugbegleiter haben die ganze Zeit gefragt, wo geht's hin? Und wir haben gesagt, zu den Niagara-Fällen. Und die waren so, oh, das ist so wunderschön. Erstes Mal im Rollen. Ja, ja, das ist so wunderschön. Vor allem, die fragen alle erstes Mal. Also wahrscheinlich gehen alle öfters mal. Du musst es sehr beeindruckend sein. Ja, deswegen, wir freuen uns. Aber jetzt wird erstmal geflogen. Wir sind gelandet. Gut gelandet, obwohl die Landung war hart. Die Landung war nicht gut. Aber ansonsten war alles gut. Der Flug war super, super, super kurz. Super kurz. Mega kurz. Ich glaube, der kürzeste Flug, den wir jemals geflogen sind. Einmal vom Snack abgebissen, dann waren wir schon wieder gelandet. Wir sind abgehoben und er hat schon das App gesagt, wir landen in 34 Minuten. Wir laufen jetzt mal schön unser Gepäck abholen. Ja. Und dann geht's zum Uber. Wir haben uns entschieden, kein Auto zu mieten, ja, sondern wir werden alles zu Fuß machen. Unser Hotel ist ja in der Nähe. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben ein fantastisches Hotel. Richtig. Wie nennt sich das? Historisches Hotel, direkt an den Niagara-Fällen. Und darauf freuen wir uns, weil dann können wir einfach nur laufen. Ja. Genau, einfach nur laufen, mal so in der Gegend rumlaufen, da bei den Niagara-Fällen. Oh, ich freue mich so. Alle, wirklich alle, jeder fragt uns, woher kommt ihr, warum geht ihr nach Buffalo? Und wenn wir sagen, Niagara, alle so, zum ersten Mal, genießt es. Ja. Ja. Auch jetzt der Flight Attendant nochmal, der hat auch nochmal gesagt, viel Spaß, Guys, genießt es und so. Also, wir können es kaum erwarten, ja. Fischersches Glück. Hey, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gesagt, Fischersches Glück. Cool, ja dann können wir da draußen erstmal eine Uber rufen und dann, oder an die Luft, okay, Luft. Gut, dann
Geh vor. Ich hab's. Ich hab den. Welcome to Buffalo. Ich gucke, ach, Ridesharing ist nach da. Gut, dann gehen wir nach da und dann bestellen wir uns ein Uber. Ich glaube, wir sind die einzigen Verrückten mit einem Uber hier statt einem Auto. Aber ich habe keinen Bock, mit einem Auto nach Kanada auszureisen. Nee. Okay, wir holen Uber und dann melden wir uns wieder aus dem Hotel. Das ist unser Hotel, guckt euch das an. Und das Geile ist, ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, hier. Da. Da plätschert es schon. Ich weiß nicht, sieht man das? Ich weiß es nicht, ich probiere mal einzuzoomen, warte. Da, seht ihr es plätschern? Da. Das ist ja der Hammer. Das ist ja nicht zu fassen. Oh mein Gott, schaut euch das an, wie es hier aussieht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir haben auch Glück, die Sonne steht gerade so richtig schön, als hätte die Sonne gesagt, ja, ich möchte unbedingt schön aussehen für euch, für heute, wenn ihr ankommt. Für heute, wenn ihr ankommt, gleich gehe ich runter. Die ganze Zeit war es eigentlich heute bewölkt, jetzt geht sie auf. Genau, morgen ist fantastisches Wetter, ja, haben die gesagt. Die hatten erstmal gesagt, es wird bewölkt sein. Aber Wahnsinn. Ja, die Fische sind da. Wie die Fische sind da. Aber wir haben echt im Urlaub immer so ein bisschen Wetterglück. Das ist echt Wahnsinn, wir sind gerade voll baff beide. Wow. Ich meine, schaut euch auch das Hotel an. Wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hingehen sollen. Hotel oder einfach die Koffer stehen hier noch da? Wir haben noch gar nicht eingeschaut. Wir wollten eigentlich schon hinrennen. So viel dazu, ne? Koffer auf den Rücken ab zu den Felsen. Wahnsinn, ja. Also es ist echt, also die Stimmung ist auch für die Leute. Was für ein herrliches, herrlich. Ja, vor allem ist es voll krass, weil das sind auch richtig schöne, hübsche Häuser hier. Große Hotels habe ich auch gesehen, so ein bisschen hässlichere, aber so richtig hübsche kleine Häuser. Richtig schön richtig und süß. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, sie zu filmen, weil die Fahrt ist ja so ein bisschen huckelig und so. Aber schaut euch das jetzt hier an, schaut euch auch die Gegend so an, das ist echt crazy. Also, wir atmen jetzt noch 10-mal durch. Ja, wir müssen erst mal beruhigen. Wir kriegen uns kurz ein und dann gehen wir einchecken und dann weiß gar nicht, was passiert. Wir nehmen euch einfach mal mit und zeigen euch, was wir noch so machen. Ja, wir wissen selber noch nicht, was wir machen, aber erst mal einchecken. Oh, diese Sonne, Wahnsinn. Guck da hinten, wenn das so... Oh. Ja. Seht ihr diesen Dampf aufsteigen? Da hinten. Da, wir dachten, das ist Rauch von Weitem für irgendwelche Dampfbrenz oder Uber, so. Genau. Nein, das ist der Niagara von. Ja, hier, direkt da. Okay, gut. Wir müssen einchecken und dann gucken wir mal weiter. Auf. Schaut euch das an, wie süß das hier ist. Das ist gerade die Rezeption. Das ist richtig alt hier. Wahnsinn. Da sind die Niagara von. Wie schön, dass das gerade mit dem. So, wir haben den Check-in gemacht. Also, wir haben die sächsische Suite. Natürlich. Hallo? Natürlich, selbstverständlich. Natürlich. Hier übrigens, falls ihr das alte Schottland sehen wollt. So, geh rein. 1, 2, 3. Wow. Oh, wow. Oh, es läuft klassische Musik. Yes, das ist doch mein Bett. Ja, Mann. Oh, das ist ja schön. Mega. Wow, was hältst du davon, Herr Fischer? Wow. Zeig mal. Süß. Kleinchen, aber süß. Das ist halt Altbau, ne? Das ist aber schön gemacht. Ach, das ist schön. Hallöchen übrigens. Cool. Ein Kamin, Schatzi. Das haben wir gar nicht gesehen. Ein Kamin. Oh. Ich glaube zwar, es ist ein bisschen warm für einen Kamin. Da ist noch Fernbedienung, vermutlich damit. Wie süß das hier aussieht, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Mega. Das ist ja niedlich. Ja, auch hier die Bilder so. Ja. So voll klassisch. Ja,
cool. Willkommen in unserer Suite. Ja, oh, guck mal, das ist auch ein süßes Bild. Wow, das hätte ich gar nicht so erwartet. Also auf dem Foto sah es ja schon sehr, sehr schick aus, aber das sieht ja hier in Natura noch schicker aus. Und was ich euch noch zeigen wollte, oh, cool. Stimmt, das hat sie gesagt. Hat sie gesagt, dass es irgendwas gibt, was für uns Komplimente. Und Frühstück haben wir auch, ne? Schaut mal hier, auch das finde ich total süß. Also diese Spiegel, das ist schön, ne? Ey, wir probieren zusammen. Also noch. Moment. 3, 2, 1. Geil. Cool. Ich war runter. Ich bin zu klein. Ich bin viel zu klein, ich komme nicht hoch. Wir genießen jetzt nochmal das Zimmer und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Und dann, wie und wo und was. Wie und wo und was. Aber wir hoffen, dieses Zimmer gefällt euch. Und ich sehe gerade, wir haben zwei Fernseher. Also wow. Falls wir uns langweilen sollten. Hier ist ein Fernseher und über dem Kamin ist auch nochmal ein Fernseher. Ach Mensch, das ist ja schön. Ich freue mich. Aber ich will jetzt raus zu den, keine Ahnung wohin, zu diesem Park und zu meinem Wasserspielchen. Diese Schlucht an. Die Schlucht, das ist wow. Wir können nicht weiter. Dafür haben wir, sind wir müssen so ein bisschen das Center, aber das ist Wahnsinn. Das ist wow. Wow, ich dreh mal kurz hoch. Oh. Oh. Wahnsinn, das ist nicht zu fassen. Wow. Vor allem mit dieser, mit dem Sonnenuntergang gerade und oh mein Gott. Was eine einmalige Kulisse. Ja, so crazy. Wow. Wahnsinn. Boah, ihr Lieben, wir stehen hier und sind gerade wirklich nur 5 Minuten von unserem Hotel gelaufen. Und direkt hier, noch nicht mal 5 Minuten. Also der Herr Fischer ist sprachlos, ich bin wirklich sprachlos, schon. Ja, ja, also da hinten. Ja, genau da. Ihr seht die Rauch, also die Dampfwolke aufsteigen. Und ja, da hinten sind die Lichter. Ich weiß nicht, ob wir heute Abend es noch schaffen, darüber zu gehen. Hier ist irgendwas an der Construction. Also werden wir hier schon mal nicht weiterlaufen können. Ja, hier. Genau, dieser Zaun hier, ich weiß nicht, was hier gewesen ist. Das war eine Aussichtsplattform anscheinend. Aber ich glaube, die haben sie irgendwie ersetzt. Keine Ahnung. Also wir sind hier noch auf der amerikanischen Seite. Wir sind wirklich 5 Minuten von unserem, noch nicht mal 5 Minuten von unserem Hotel entfernt. Hotel ist direkt da und wir sind einfach nur über die Straße und dann boom. Und schaut euch das an, wie schön das ist. Also alleine schon ohne, also mein Arm hier ist schon wie das Wasser, ich weiß nicht, ob man ihr das sehen sieht kann. Es wirklich richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie hier das Wasser da runterfällt. Ja, wir können das sehen, es ist verrückt. Der Sound ist verrückt, es ist Wahnsinn. So laut und so. Wow. Ja, ich weiß nicht, ob wir heute noch die Fälle sehen. Also da hinten, seht ihr das? Ja, genau. Da hinten ist schon mal eine.
Da? Da. Ja. Genau, da hinten ist schon eins, aber es ist natürlich von weit weg. Und hier alles natürlich, alles. Hier geht es direkt weg. Aber wir werden uns auf jeden Fall, also Fakt ist, wir werden uns die volle Dröhnung geben. Ja, wir bleiben nicht hier oben, sondern wir gehen auf Made of the Mist. Wir gehen auf den, genau, wir gehen auf ein Boot, das da unten dann. Das fährt direkt unten lang, ja. Genau. Und meine Haare werden nass. Ich bin bereit. Dann werden wir richtig nass. Ja, also wir wissen noch nicht, was wir machen, genau, ob wir jetzt noch dahin gehen oder nicht. Nach Kanada gehen wir heute definitiv nicht. Genau, wir spazieren hier noch ein bisschen in der Gegend rum und gucken, was wir noch alles entdecken können. Auf jeden Fall ist der jetzt schon der Wahnsinn. Wir haben es noch nicht mal gesehen. Das ist Wahnsinn. Also wenn das schon so beeindruckend ist, wir werden dann die Niagara-Fälle von nah sein. Ja. Wow. Ich kann canto por ti, tú no respondes, luna te perdí por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer. Y todos mis delitos. No quiero aceptar que todo acabará. Das ist absolut Wahnsinn. Wir stehen gerade direkt über den Niagara-Fällen. Ja, wirklich direkt darüber. Direkt über da geht das Bridal, Wasser runter. Das Bridal Veil Fall, genau. Und direkt geradeaus runter. Ich glaube, du hast es gerade zu sehen, ja. Sind die Treppen, auf die wir morgen vorhaben, runterzugehen. Das ja? ist so nass. Das wird so nass werden. Ich hoffe, wir können für euch überhaupt morgen was filmen. Ich hoffe, es kommt sowieso dazu. Ich hoffe, wir können was filmen. Ich hoffe, ihr hört uns überhaupt gerade. Das ist so beeindruckend, diese Wassermassen. Wir haben gerade gelesen, 1 Million Liter in 3 Sekunden. In 3 Sekunden 1 Million Liter. Das ist crazy. Und das ist nur dieser Wasserfall, ja, nicht der andere. Das ist Wahnsinn. Also wir gehen morgen hoffentlich runter. Wir werden richtig, richtig nass. Aber es ist so beeindruckend, wie laut es ist. Es ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die Stimmung, das Licht, alles. Wahnsinn. Ehrlich. Ich freue mich schon so richtig doll auf morgen. Das waren die Eindrücke von heute Abend. Wir sagen tschüss, gute Nacht. Und wir grüßen ganz, ganz lieb und sehen uns morgen. Schöne Grüße von den Niagara-Fällen. Ja, sie sind direkt wieder hinter uns. Geil. Das ist der Hammer. Wir sind gerade aufgewacht, wie man sieht. Gehen zum Frühstück, aber sind kurz rausgegangen, um das Wetter zu checken und um das zu checken. Ja. Es ist nicht weg. Es ist nicht weg. Es wartet immer noch da. Auf uns. War kein Traum. Es ist fantastisch. Wir haben eine super Nacht gehabt. Das Bett ist fantastisch. Das Hotel können wir echt
nur empfehlen, ja, oder? Ja. Wir haben gar nicht mehr gefilmt. Gestern Abend gab es im Hotelrestaurant auch noch Essen. War super, super, super lecker. Mega lecker. Ist halt alles ein bisschen französisch angehaucht. Ja, wir haben auch eine Zwiebelsuppe, ne, gegessen, genau, und sowas. Wegen der Nähe zu Kanada? Ja, richtig. Also es ist super. Es ist der Hammer. Wir frühstücken jetzt und dann ist heute volles Programm angesetzt. Volles Programm. Wir wissen gar nicht, mit was wir genau anfangen, aber wir fangen einfach an. Und wir werden sehen. Ihr lasst euch überraschen, wir lassen uns überraschen. Also das Einzige, was ich weiß, es wird nass. Es wird richtig nass. Ich hoffe, dass die Kameras mitmachen. Wir werden sehen. Aber das auch, was ich auch weiß, ist, es wird richtig sonnig. Oh ja. Also wir haben Wetter heute, ist mit uns. Ja, wir haben heute richtig Wetterglück. Aber jetzt gehen wir erstmal Kaffee in die Augen werfen und frühstücken. Ja. Und dann, wir sehen uns nachher. Be inside or outside? I think outside today, yeah. Wie schön das hier aussieht. Ich mache mal eine kurze Runde für euch. Aber wir gehen jetzt raus. So, das ist der Frühstücksplatz. Thank you. Dankeschön. Schaut euch diese Aussicht an von unserem Frühstückstisch. Na, Herr Fischer, happy? Ja, drinnen sah es aber auch sehr gemütlich aus. Vielleicht machen wir morgen drinnen. Ja, drinnen. Sah auch sehr schön aus. So, wir gucken jetzt aber, was es zum Frühstück gibt. Ich sehe gerade, wir haben sogar ein à la carte Frühstück. Oh, wow. Cool. Aber das Frühstück hier wird sehr, sehr gelobt, ja. Also, bin mal gespannt. So, ihr Lieben, unser Frühstück ist da. Ich habe tatsächlich ein Krabbenomelett. Mein Schatz hat, was hast du eigentlich? Ich habe das Traditional Breakfast. Das heißt, ich habe Rührei, Potatoes und Sausage und Bacon. Sourdoughbrot. Sourdoughbrot und Croissant. Ja, guck mal hier. Da könnte ich mir gleich schön Mit Dings. Ich habe mir noch ein Oatmeal bestellt. Das ist meine neueste Liebe jetzt hier in Amerika. Oatmeal zum Frühstück. Das ist extra die Kinderportion, weil ansonsten schaffe ich nicht alles. Die Kulisse ist. Und genau, das wollte ich sagen. Die Kulisse ist. Also wir können sie eigentlich gar nicht beschreiben. Wir können gar nicht oft genug hingucken. Wir können sie gar nicht oft genug genießen sozusagen. Es geht so. Das ist echt crazy. Ganz faszinierend finden wir, dass die Wolken da hinten aufsteigen. Ja, also das sind Wassermassen. Genau, das sind keine Wolken, das ist auch kein Rauch, das ist echt der Wasserdampf. Und da hinten, ich hoffe, ihr seht das, da es geht schon der Niagara, ich glaube, das ist der Niagara River oder was ist auch immer. Das ist, geht da schon so waldig zusammen und genau da, wo ihr die Wassermassen seht, da fällt alles dann in sich zusammen. Das ist der Hammer. Hier ist es wunderschön. Mega schön. Und wirklich. Wir genießen unseren amerikanisch eingegossenen Kaffee, einfach so eingegossen aus der Kanne, so wie es sich gehört. Gleich kommt noch mehr. Ja, was soll ich sagen? Erstmal frühstücken, sich stärken und dann gucken, wie nass wir werden heute. Ich habe schon gehört, man wird richtig nass. Der Hammer. Ja, das ist echt unbeschreiblich eigentlich. Thank you.
das ist so fantastisch hier. Wir sind gerade auf dem Observation Deck. Teil 1 des Tages oder Schritt 1 des Tages. Wir haben die Tickets für die Maid of the Mist gekauft, also für diese. Die Bootstour. Für diese Boote da. Seht ihr die Boote? Und wir sind hier auf dem Observation Deck. Das ist der Observation Deck von der amerikanischen Seite. Von der amerikanischen Seite, genau. Genau. Man kann dann von beiden Seiten mit den Booten fahren. Wir haben auch, da kriegt man später Capes an. Das sind rote Capes und blaue Capes, die Kanadier und die Amerikaner. Voll witzig. Ja. Und das ist die Bridal Veil Falls und da hinten, das da, ist die Horseshoe Falls. Da gehen wir nochmal, da gehen wir natürlich hin, aber jetzt erstmal mit dem Boot. Das ist richtig schön. Das ist quasi der amerikanische Bereich, wo man am meisten Überblick hat. Die Aussichtsplattform. Genau. Genau. Wir waren gestern, kannst du zeigen, wo wir gestern waren? Genau. Ich sehe es nicht. Wir waren hier so. Da. Da waren wir, genau. Ja. Und dann auf der anderen Seite. Später waren wir auf der anderen Seite. Ja, genau. Da so ungefähr. Abend, genau. Abend, ja, ja, wir genießen das nochmal. Ein wahnsinniger kurz. Ausblick. Das ist wirklich der Hammer. Das ist der Hammer. Ja. Und dann gehen wir zu dem Mond. Ich hoffe, ihr hört uns überhaupt. Ziehen Sie Ihre Kutte an. Ja. Sie, die Dame am Eingang sagte, I highly recommend putting it on. Ja. Bring mal schon an. Ja, ich glaube, die sind sehr nass. Wir haben schon ein paar Leute gesehen, da wird man sehr, sehr nass. Okay. Lass mal gehen. Du siehst schon mal richtig gut aus. So, jetzt müssen wir aber schnell. Ja, machen wir gleich, bis wir unseren Platz finden. Jetzt auch. Wir haben uns hier eine Pole-Position gesichert. Direkt am Bug oder Heck oder was das Bug ist das, ne? Das ist das Bug, ja, der Bug. Okay, wo ist mein Bug? Hier, genau. Ja. Scheiße. Süße Schlumpfine! Offenbar, ich sehe mich hier sogar am Spiegel. Ja, siehst du. Ja, da bin ich mal gespannt jetzt. Guck mal, da oben sieht man schon mal schön. Ja, die Ecke da. Oh, wow. Ja. Wahnsinn! Der absolute Wahnsinn. Wir sind mega aufgeregt. Ja, mega aufgeregt. Sind auch super angezogen. Der Kapitän winkt Grüße schon. Nach Deutschland. Genau. Der Kapitän winkt, wir sind bereit. Wir können es kommen. Oh! Cool. Das war nur für uns. Nur für uns. Geil. Cool. So. Jetzt können wir los. Ha 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 ha!